Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von der Stadt Salzkotten, der Apotheke am Salinenhof und der Ratsapotheke im Heda Center, der Firma MIG, der Volksbank Brilon-Büren Salzkotten, von KD Fliesentechnik, dem Schuhhaus Seanschuk und Niggemeier. Treffpunkt Köln. Wer zu Beginn des Frühlings die Thüler Straße in Salzkotten passiert, könnte etwas japanische Kultur in sich aufsaugen. Wohlbemerkt könnte, denn wer weiß schon, die Bedeutung der japanischen Kirschblüte richtig zu deuten? Wir helfen da ein wenig nach. Die japanische Kirschblüte ist im Land Nippons eines der wichtigsten Symbole japanischer Kultur. Sie steht gleichermaßen für Aufbruch, Schönheit und Vergänglichkeit. Im japanischen Kalender stellt die Kirschblüte einen Höhepunkt dar und bedeutet gleichzeitig den Frühlingsanfang. Der japanische Kirschblütenbaum trägt keine essbaren Früchte und lebt gewissermaßen nur für die wenigen Tage im Jahr, wo er dann mit seiner überragenden Schönheit zu faszinieren weiß. Er eignet sich aufgrund seines kompakten Wachstums hervorragend für die Anpflanzung am Straßenrand. Außerdem produziert die japanische Kirsche keinerlei Fruchtanfall, der sich entlang der Straße unfallträchtig ausbreiten könnte. Doch auch im eigenen Garten kann eine japanische Kirschblüte gedeihen. Sollten Sie sich für ein Exemplar der japanischen Kirschblüte interessieren, kann Ihnen Raimund Schlüter vom Gartenbaubetrieb Schlüter aus Schamede weiterhelfen. Für den Fachmann ist die japanische Kirschblüte ein unproblematischer Tipp für den Garten. Also eigentlich ist die Pflanze recht anspruchslos. Sie kann einen sonnigen, sowohl als auch einen halbschattigen Standort vertragen. Eigentlich für jeden Boden geeignet. Rückschnitt gegebenenfalls nach der Blüte, irgendwann im Juli, August kann man sie schneiden, ansonsten im Herbst. Alles in allem eigentlich eine sehr unkomplizierte Pflanze für jeden Garten geeignet, wo dann der Platz es zulässt letztendlich. Die Blütezeit neigt sich hier an der Thüler Straße dem Ende zu und die verderbliche Schönheit, sie sammelt sich im Rinnstein der Straße. Auch am anderen Ende der Stadt, am Westring, geht es langsam dem Ende der Blüte entgegen. Die Kirschblüte nicht von langer Dauer, aber in ihrer Schönheit umso eindrucksvoller. Und jetzt schon im Rinnstein. Die Vergänglichkeit der Natur, sie könnte kaum eindrucksvoller wahrgenommen werden. Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von der Bäckerei Lange, der Stadt Geseke, der Firma Moltec, der Dienstleistungsgruppe Salzkotten, von Innogy, Rewe und der Kaffeerösterei Benslips.